Also auf dem Bild sieht man den Louis Chevrolet im weißen Kittel, wie er Ende 1912 sein Auto präsentiert in Detroit. Das war eigentlich sein Baby. Und damit hat er auch eine gewisse Berühmtheit erlangt und in einem gewissen Sinn den Grundstein für die Firma Chevrolet gelegt. Ja, da sieht man ein paar Bilder von Lebensstationen von Louis Chevrolet. Die erste Werkstatt, die er geschaffen hat, 1911 für Chevrolet. Ein Unfall beim Rennen. Das war schon 1905. Oder dann so Rennen. Szene aus Indianapolis, sein eigenes Rennauto, weitere Rennauto. Also er hat da mitten in der Rennszene gelebt. Oder das sind so mehr so Bilder, die ihn zeigen, als junger Mann, als Rennfahrer, als Autokonstrukteur mit seinem eigenen Autoentwurf, eben einem von den ersten Chevrolet. Das ist ein Bild, ein knappes Jahr vor dem Tod von Louis Chevrolet. Man sieht ihn hier links, gezeichnet von seiner Krankheit. Und rechts ein Automanager, der ihn hier freundlich empfängt.